Moin Leute, ich bin Sian und heute packen wir zusammen den Sonos One SL aus. Den habe ich mir gekauft, beziehungsweise besser gesagt drei Stück davon. Einen stelle ich ins Badezimmer, einen in die Küche und einen in mein Schlafzimmer. In meinem Wohnzimmer habe ich eine 5.1 Anlage, die am Apple TV hängt. Nichts Besonderes, einen von Samsung. Und genau, jetzt wollte ich eben Apple AirPlay nutzen. Die ist nämlich AirPlay 2 fake, um eben in der ganzen Wohnung Musik zu hören. Genau, und die packen wir jetzt einfach mal aus. So, ist auch recht schwer, das Paket. Also die wiegt so fast 2 Kilo. Genau, dann haben wir hier so, ja, nebenan Garantiekarte, Anleitung. Legen wir erstmal zur Seite. So. Und hier ist das gute Stück auch schon. Mal, ist hier noch so eingepackt. Erstmal schauen, was sonst noch in der Verpackung ist. So, das war's dann auch schon. Hier ist dann noch das Kabel drin, nehme ich an. Genau. Einfach ein normaler flacher Stecker. Sehr minimalistisch gehalten alles. Dann schauen wir einfach mal hier auf die Box. Aufkleber hier abmachen. Da ist die Box dann auch schon. Die hier in weiß, die gibt es auch noch in schwarz. Also echt schwer das Teil. Aber verspricht dann ja hoffentlich eine gute Soundqualität. Hier hinten hat man noch einen LAN-Anschluss, also kann man so auch ins Heimnetzwerk einbinden. Ich werde die mit WLAN nutzen. Ja, hier oben hatten wir dann noch die Touch-Steuerung. Und zwar kann man hier einmal Play-Pause einfach drücken. Man kann lauter leiser machen und man kann, wenn man hier so wischt, zum nächsten Track machen oder zurück. Außerdem, wenn man gedrückt hält Play-Pause, kann man die aus der aktuellen Sonos-Gruppe entfernen oder hinzufügen. Also wenn man jetzt zum Beispiel im Bad ist und dann rüber ins Wohnzimmer geht und das gleiche quasi weiterhören will, dann kann man im Wohnzimmer einfach gedrückt halten hier und dann läuft es dort auch die Musik. Ja, ich würde sagen, wir richten den jetzt einfach mal zusammen ein. Link zum Sonos One SL ist übrigens in der Beschreibung. Könnt ihr den aktuellen Preis checken und abonniert mich gerne, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich werde auf jeden Fall ein Review-Video dazu machen. Um mit dem Einrichten zu beginnen, öffne ich jetzt mal die Sonos-App. Ich habe schon den im Bad und in der Küche eingerichtet. Und jetzt richte ich einfach nochmal den letzten ein, den ich hier auf meiner Kommode im Schlafzimmer stehen habe. Ich habe übrigens die SL-Version, das heißt Speechless, die ist ohne Alexa und Google Assistant. Einfach aus Datenschutzgründen und weil ich persönlich einfach nicht so einen Mehrwert sehe darin. Ist aber natürlich Geschmackssache. Genau, Produkt ist an Strom angeschlossen, also einfach fortfahren. Jetzt wird die Sonos eben gesucht. Ich habe jetzt ein bisschen vorgespult, aber hat auch nicht lange gedauert, vielleicht 20 Sekunden. Dieses Produkt einrichten. Jetzt auf der Rückseite drücke ich diese Verbindungstaste. Das ist ja diese eine Taste über oder unter dem LAN-Port. Genau, gab auch einen Bestätigungston jetzt. So, habe jetzt so circa 30 Sekunden vorgespult. Weiter. Dann wählt man den neuen Raum. Man kann auch alternativ hier zu einem Stereo-Paar verbinden, zwei Stück. So ist es ja Mono. Ich habe aber jetzt einfach einen pro Raum gekauft gehabt. Wähle dann jetzt hier Schlafzimmer. Genau, und ne, möchte jetzt kein weiteres Produkt hinzufügen. Nicht jetzt. Dann wird der noch registriert. Und dann gibt es hier noch die coole Funktion, die heißt TruePlay. Die werde ich erstmal überspringen, kann man später noch einrichten, habe ich bei meinen anderen beiden schon gemacht. Da muss man im Prinzip im Raum rumlaufen mit dem Handy. Ich hatte gelesen, es geht nur bei iPhone, vielleicht geht es mittlerweile auch mit Android. Und zwar wird da der Sound so ein bisschen angepasst auf den Raum. Und genau, das ist auf jeden Fall cool. Man merkt auch einen Unterschied, wenn man das an- und ausschaltet, das kann man machen. Werde ich aber auf jeden Fall erst später dann machen. Genau, und dann ist das auch schon eingerichtet. Cool. Das ging dann jetzt auch wieder ziemlich flott. Eigentlich selbsterklärend.
Genau, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert mich gerne, werde auf jeden Fall ein Review-Video dazu machen, zu dem Gerät bzw. zu den drei Geräten, wie die sich so schlagen im Alltag, wie das Sinn macht. Und ja, dann schönen Tag noch, bleibt gesund. Ciao.